Ostern 2021. Wie schon vor der Corona-Pandemie hören wir dieses Jahr wie bisher nie die Ostererzählungen. Frauen kommen an das Grab und singen wie benommen, dass der Gekreuzigte das Leben an sich genommen und auferstanden sei. Vernommen haben es die Männer, aber noch beklommen vor der Verhaftung, Folterung und Ermordung Jesu bekommen sie es nicht auf die Reihe. Als Kind war er mit seiner Familie Maria und Josef in Ägypten untergekommen. Jetzt aber ist Jesus ganz runtergekommen, verraten, einsam, verhöhnt, gedemütigt. Nie wären sie auf die Idee gekommen, dass er auferstanden sei und wiederkommen werde. Die zwei aus Emmaus kommen auch zurück und erzählen von ihrem Glück, dass der Fremde das Brot genommen und geteilt habe. So erst hätten sie mitbekommen, Gott habe ihn auferweckt und zu sich genommen. Der gekreuzigte und gescheiterte Jesus in der Davidstadt Bethlehem geboren ist bei Gott willkommen. Diese Geschichten kommen in den Gottesdiensten vor und es ist uns unbenommen, sie neu zu hören und neu zu realisieren. Damals konnten sie ohne diese Geschichten nicht mehr auskommen. Sie, die von Jesus berührten, sind immer wieder zusammengekommen und haben gefeiert und das Leben neu an sich genommen. Wir alle seien bei Gott willkommen. Niemand weltweit ist ausgenommen. Lassen wir diese österliche frohe Botschaft, das alte Evangelium, nicht verkommen. Gott will mit seinem Frieden und seiner Gerechtigkeit bei uns ankommen. Gottes Liebe zu seiner Schöpfung und seinen Geschöpfen hat nicht abgenommen. Wie ist diese Liebe in deinem Leben und in unserem Alltag angekommen? Die Probleme und Krisen hätten, so sagen manche, zugenommen. Aber Gott lässt uns nicht verkommen. Vielleicht haben wir das angenommen, weil wir uns haben schlecht benommen. Doch Ostern singt, Gottes heilige Geisteskraft hat die Welt eingenommen. Wir können aus der Höhle, aus dem Tal des Todes rauskommen. Wir können das Halleluja neu mitsingen und ins österliche Leben mitkommen. Wir sind auch heute in Gott willkommen. Gottes Liebe ist unendlich größer als berechnet und angenommen. Und einst werden alle im Himmel aufgenommen. Frohe Ostern!